I begin with little sketches, and I put in the first time my ideas, and I develop this in the huge area, like an installation or like these drawings. Thank you.
proposal, you, international genuflection and promotion. Yeah, this artist, Daniel Jötesson from Sweden, lived in a small place when he was young. He was a skater and a graffiti painter. And when he was 19, he had to move away from this small place. So he moved to London and lived there for like 10 years. And he decided to move to Sweden again because life in London was rough. And he moved to Gothenburg and started to make a career, and he got a studio. Instead of being a street artist, he became a studio artist instead. That's his works. What he do today is grown out of this street artist.
Marion Eichmanns Arbeit Panorama auf der diesjährigen Paper Position Berlin, aufgenommen ganz exklusiv vom Reichstag rüber in den Osten geblickt. Eine phänomenale Arbeit, die ein bisschen auch an ihre frühen New York Zeichnungen 20 Jahre zurück erinnert, nur diesmal tendenziell noch überbordender, erzählerischer und in der Größe natürlich auch faszinierend. Und es ist ein wenig auch der Aufgalopp zu ihrer großen Bundestagsausstellung, die am 1. Juni eröffnet wird und wo sie im letzten vergangenen Jahr in allen Regierungsgebäuden unterwegs war und wo über 100 Arbeiten erschienen sind, wo es eine große Publikation im Hartje und Kanz Verlag kommen wird. Das ist Sightseeing Bundestag, ein Jahr in der Herzkammer der Demokratie. Und das, glaube ich, wird auch ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es letztendlich auch nach Christo sozusagen die erste intensive Beschäftigung mit dem Regierungsgebäude ist, aus Sicht einer Künstlerin, einer faszinierenden Künstlerin, wie ich finde, reflektiert.